Liebe Freunde, wie Sie hier auf CutNet vielleicht schon mehrfach gelesen haben, vielleicht auch anderswo, gibt es zurzeit einen ganz schönen Umbruch in unserer Kirche. Es geht um das Institut Johannes Pauls II. Der Umbruch begann schon vor 2 Jahren. Da ist ja dieses Institut im Grunde einfach geschlossen und neu gegründet worden. Und die nächsten Schritte dieses Umbruchs sind jetzt jüngst bekannt geworden, dass eben die alten Mitarbeiter gefeuert werden und der Lehrplan umgeändert wird, bestimmte Fächer gestrichen worden sind. Bisher war Grundlage bei diesen ganzen moralischen Fragen die Enzyklika Humanae Vitae von Paul VI. Unter anderem. Und das Ganze wurde ja von Johannes Paul II. Weitergeführt, vertieft und in dieser Theologie des Leibes ausgefaltet. Wir sind also auf dem Weg, diesen wunderbaren Schatz, diesen kostbaren Schatz, von dem so viele Familien bis heute profitiert haben, einfach wegzuwerfen. Und was soll stattdessen dann eben eingesetzt werden? Was soll jetzt Grundlage werden für diese ganzen moralischen Fragen zu Ehe und Familie? Amoris Laetitia, die Aussagen von Papst Franziskus, die nicht unumstritten sind. Ein Hauptvorwurf, den man heute noch beobachten kann, ist, dass Paul VI. Mit Humanae Vitae die Kirche gespalten habe. Als Jesus das Evangelium verkündet hat, was ist passiert? An ihm haben sich immer die Geister geschieden. Auch in der Nachfolge. Wenn wir in Jesu Nachfolge das Evangelium verkünden, dann scheiden sich die Geister. Das liegt einfach daran, dass man dann vor die Entscheidung gestellt wird. Nimmt man das Evangelium Jesu Christi an oder eben nicht? Jesus hat selber schon gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Spaltung. Und genau das meinte er, dass wir uns entweder für oder gegen ihn entscheiden müssen. Und viele tun das eben, dass sie ihn ablehnen. Und das Evangelium Jesu Christi ist zu allen Zeiten anstößig gewesen. Es gab keine Zeit in dieser Welt, in der es eben nicht anstößig war. Paul VI. Also vorzuwerfen, dass er die Kirche spalte, da müsste man sich fragen, inwiefern. Wenn er eigentlich im Grunde die normale, gesunde, katholische Lehre verkündet und daran festhält, im Gegensatz zu dem, was sich eben in der Zeit, damals 1968, was sich da alles getan hat, in der Gesellschaft, im Mainstream, wenn man da dann trotzdem an der katholischen Lehre festhält, dann spaltet man nicht die Kirche, sondern man stellt die Menschen vor die Entscheidung. Willst du bei Jesus bleiben oder willst auch du gehen? Mir ist in letzter Zeit sehr aufgefallen, dass es ein heretisches Denken gibt heutzutage. Und zwar, was machen wir mit den Zeichen der Zeit? Ist die Realität, die wir sehen, oberste Priorität? Müssen wir als Kirche uns an die Realität anpassen? Oder sollen wir einen Weg finden, das immer gleichbleibende Evangelium Jesu Christi in die jeweilige Gegenwart hinein zu verkünden? Auf eine Art und Weise, dass es die Menschen erreicht, berührt, umkrempelt, umkehrt. Und wenn dann Papst Franziskus in einer Ansprache 2016 an die Studenten, Professoren und Mitarbeiter dieses Institutes Johannes Paul II. Sagt, dass Paul VI. Oder auch die Auslegung von Paul VI. Oder ja, wie das eben weitergeführt worden ist, sei ein allzu abstraktes theologisches Ideal der Ehe, das fast künstlich konstruiert und weit von der konkreten Situation und den tatsächlichen Möglichkeiten der realen Familien entfernt ist, dann ist das für mich als katholische Ehefrau ein Schlag ins Gesicht. Wie viele katholische Familien leben nach diesen Idealen? Und das geht. Natürlich ist es nicht einfach. Und wir fallen und wir sündigen. Dafür gibt es die Beichte. Jesus hat gesagt, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Das Kreuz, das Jesus uns auferlegt, ist machbar. Es ist aushaltbar. Wir können es tragen. Wir müssen nur wollen. Und es fällt uns nicht schwer, die Gebote Gottes zu halten, wenn wir Gott lieben. Ich lade Sie dazu ein, Humanae Vitae einmal nochmal sich vor Augen zu führen. Einfach, weil das so ein toller Text ist und einem auch wirklich motiviert, sein eigenes Eheleben nochmal zu überdenken.
Wir bedürfen alle der Umkehr jeden Tag aufs Neue. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt.